Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Herzlich willkommen bei David geht raus. Heute sind wir in dem wunderschönen Neckartal Odenwald Naturpark und wir sind heute hier am Standort Bußkopf, oben auf dem Bußkopf, hier auf einer Höhe von 440 Metern, also fast wie bei uns in Waldmichelbach. Es schneit hier ein bisschen. Es schneit hier ein bisschen tatsächlich. Und wir sind zwischen Eberbach und Brombach und laufen heute die Strichpunktroute und nehmen euch natürlich mit. Alle Strecken, die wir laufen, findet ihr natürlich auch immer auf David geht raus bei Instagram und auch auf Facebook und natürlich auf Komoot, der super Wander-App für mich, finde ich. Und da findet ihr alles von meiner Schottland-Reise über Berlin-Fahrten und sonst was, alles hinterlegt. Schaut euch mal an, David geht raus auf Komoot. So, hier auf der 2 unterwegs, oben auf dem Bußkopf bei 462 Metern. Und wenn man hier oben guckt, der Himmel ist tiefgrau und Anna hat eben schon richtig festgestellt, da fallen die ersten Flocken, oder? Es schneit. Ein bisschen spät, aber... Ja, Weihnachten wäre geiler gewesen, aber hier oben im Odenwald fallen die ersten Flocken. Sehr geil, aber man riecht es auch richtig. Es riecht nach Schnee, kennt ihr das? So, nochmal ein bisschen was zur geografischen Einordnung. Ihr seht hier nach Hettesbach geht es darüber, 6,4. Eberbach, habt ihr auch ein Video gesehen, wie Erbach, nee, Eberbach, so. Eberbach, hier schon am Neckar, habt ihr auch schon was gesehen zu. Und wir laufen hier Richtung Brombach weiter, übers Brombacher Tal, Diebeskopf. Und auch der hier auf 428 über 0. Und wir sind noch auf der Route 2. Und für uns geht es weiter hier lang. Ja, die letzten Winterstürme sind auch hier nicht spurlos vorübergegangen. Wie ihr seht, einiges umgekracht. Hat auch die Forstwirtschaft hier schon einiges freigeschnitten. Also da hat es richtig gescheppert hier im Odenwald. Und wir hatten es ja auch in den Weihnachtsvideos, hatten wir es ein paar Mal gehört, ne? Wo wir da draußen richtig Sturm hatten hier. Und ja, so weiter du hier draußen bist, umso krasser wird es halt, ne? Seht ihr hier, die ganzen Großen hat es umgeledert hier. Vor allem hier mit dem Wurzelwerk. Mit dem Wurzelwerk rausgerissen, ne? Ja. Da kommt dann auch der trockene Sommer wieder zur Geltung, ne? Da hat es ordentlich an den Wurzeln gearbeitet. Die Bäume sind alle nicht mehr so gut. Dann haut es das natürlich um. Ne? Jetzt habt ihr das hier hinten noch im Nebel, aber normalerweise habt ihr hier auch eine wahnsinnig geile Aussicht ins Brombachtal rüber. Das habt ihr natürlich jetzt hier durch den Nebel ein bisschen verzogen. Aber wie gesagt, ich denke, es wird heute noch schneien. So, wie angekündigt hier das Brombachtal. So, nochmal einen geilen View. Herrlich, oder? Ihr könnt normalerweise oben noch viel mehr sehen, aber die Wolken verhängen das Ganze natürlich ein bisschen. Hier haben wir ein Gesicht gefunden und die alte Sage sagt, wenn eine hübsche Frau das Gesicht küsst, bringt das Glück. Nein. Nein. Küssen. Will ich das Gesicht küssen? Die hübsche Frau. Das ist hier nur ein ganz intimer Moment für mich und den Klotz. Ist verliebt. Jetzt wird Zunge oder was? Ja. Ja, Frau Brombach. Aus dem Brombachtal. Ja, das Einzige, was jetzt ein bisschen absackt, ist natürlich, dass die 2 so ein paar Meter der Straße entlang läuft. Ja, gut, müssen wir jetzt durch, Leute. Aber ist nicht viel, ich glaube so 300 Meter oder was. Was sind wir? Die ganze Zeit, wo es wieder in den Wald reingeht. Ja, das stimmt. Also es ist nicht viel jetzt, nur so 300-400 Meter sind es insgesamt. Aber es geht da oben dann wieder in den Wald rein, Gott sei Dank. Ja, also, ja, das stimmt, hast du recht. Ne? Also, hier sind sehr viele Kurven. Ja, unübersichtlich. Ne? Also guck mal hier. Ne? Also auch der Weg hier lang dann, ja. Muss man schon aufpassen. So, die Straße führt hier wieder oben auf den Wanderparkplatz.
Und ja, ich würde sagen, wir snacken eine Kleinigkeit und gucken, was wir machen. Ja. Hier noch das Schild, wo wir gestartet sind. Und schaut mal hier, haben wir auch echt einen schönen Tisch und so. Kann man schön Brotzeit machen. Okay, in unserem Rucksack sind heute natürlich auch wieder ein paar Sachen dabei. Heute kochen wir mal nicht. Anna hat vorbereitet. Und was gibt es? Als erstes mal Sitzmatten, damit wir uns die Kupfer nicht abfrieren. Die haben wir aus. Wir waren in so einem Paket drin von Sachen, die wir bestellt haben. Das ist ganz gut. Dann das wunderbare Frankenthal-Brettchen, was mir der Oberbürgermeister zu Weihnachten geschenkt hat. Vielen Dank nochmal, Martin. So, dazu heute als Nachtisch gibt es heute eine Banane. Sehr gut. Wir haben gewiss Rotenwälder Bauernbrot dabei. Ja. Ich habe zwei Bananen mitgenommen, warum auch immer. Und heute was richtig Feines dabei, da wir ja in Hessen leben, ja, überwiegend, ist es so, dass Anna gestern vorbereitet hat. Jetzt kommt mal her, ich zeige euch was. Anna hat gestern gemacht, richtig geile hessische Handkäse. Ist das geil? Ah, Handkäse, Freunde. Mit Musik. Handkäse mit Musik, die geht so erst heute Abend, da nehmen wir euch dann nicht mit. Ausnahmsweise, die gute Odenwaldquelle. Ausnahmsweise, wenn wir Musik machen, bleibt das unter uns. Ja. Und weil wir in Hessen sind, gibt es auch noch ein Bändel mit Cola, aber noch fahren müssen. Ist schon nach 4 Uhr? Ja. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir machen uns ein bisschen gemütlich und gönnen uns was. Gute. Gute. Ja, Freunde, gut gestärkt. Ja. Machen wir uns jetzt aber wieder auf den Heimweg. Das Wetter zieht sich immer weiter zu. Und es ist sehr windig und sehr, sehr kalt. Genau. Temperaturfall. Ich habe gerade mal geguckt auf den Wetterbericht, soll jetzt gleich auch regnen und stürmen. Ich zeige euch mal gerade was. Da hinten oben könnt ihr schon sehen. Da zieht sich ordentlich was zusammen. Und ja, Sturmwarnung ist wieder angesagt und das heißt hier im Odenwald immer Obacht. Deswegen bedanken wir uns fürs Einschalten. War ein kleines, schönes Video mit einem kurzen Wanderweg hier bei uns im Odenwald. Und kommt beim nächsten Mal wieder mit. Genau, macht's gut. Und Kanal abonnieren nicht vergessen. Ja, und wie sich das gehört, ne? Platz immer sauber hinterlassen, Freunde. Kennt die Regel.